Willst du mal anfangen? Nein, das gibt nichts. Ach klar. Willst du mal loslegen? Was soll ich denn sagen? Ja, was ich immer sag. Jetzt hast du mich. Was sagst du denn immer? Wie fängst du denn nochmal an? Ja, guten Tag. Ja, beispielsweise. Ja, guten Tag zusammen. Wir Soll befinden uns heute auf einer weiteren Geisterjagd. Zusammen mit Türe und Nessie im Camp Bin Woodwind. ich wirklich so schlecht? Nein, natürlich nicht. Komm, dann fangen wir wie gewohnt an. Ja, bitte. Lass mich auf mein Plätzchen, so. Okay. Dafür bin ich zu nervös, Schnibbel, das schaffe ich nicht. Alles klar. Gut, los Aber nochmal, geht's. Was heißt denn? es jetzt Camp Woodwind oder Camp Woodwind? Ich sag Woodwind. Ja, gut. Okay, gut. Hallöchen zusammen. Seid herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd hier im Camp Woodwind. Wir sind zusammen unterwegs. Hallo zusammen. Ja, und du weißt noch nicht, dass ich das erste Teil hier drauf lassen werde. Das werde ich nicht wegschneiden. Und wir sollen heute unter Ist25% das dein Genetika. Ernst? Ja, Nein, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht tun. wir sollen den Geist dazu bringen, eine Kerze auszublasen. Und wir sollen den Geisterbereich mit Räucherwerk reinigen. Das kannst du nicht machen. Taschenlampe. EMF. Und Fotokamera. Willst du es wirklich nicht? Ja, doch, alles gut. Dann haben die Leute was zu lachen. Sehr gut. Okay, wenn du jetzt wirklich gesagt hättest, das wäre jetzt nicht, dann würde ich es wegschneiden. Ach so, nein, Du alles hast gut. zwar wieder Schnibbel gesagt, aber gucken wir mal drüber hinweg, ne? Du bist halt Schnibbel, tut mir Ja, leid. solange du meinen richtigen Namen nicht sagst, ist alles in Ordnung. Nein, Schnibbel, Also, wir sind hier im Camp Woodwind und wir sind auf Profi unterwegs, kriegen also drei Beweise. ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich kann mein Thermometer mit dem Mausrad anmachen. Wie kommt das Ich denn? denke einfach nicht weiter drüber nach. Da wurde ich auch nachgefragt auf Instagram, wann ich mich endlich mal zeige. Ah, okay. Wann zeigst du dich denn endlich mal? Nie. Also man wird mich niemals sehen und man wird auch niemals meinen richtigen Namen kennenlernen. Wenn man schlau ist, könnte man meine Initialien irgendwo sehen. Oh ja, das Aber stimmt. das ist dann auch das Einzige. Ich habe den Knochen. Okay. Kleiner Spoiler an euch. Ich weiß, wie der Mann aussieht. Ich Richtig schlecht. weiß, Richtig schlecht. wie er heißt. Ja, seid froh, dass ihr ihn nicht sehen müsst. Ja. Ah, die Spieluhr. Das erste Mal, dass ich hier eine Spieluhr finde. Okay. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ich habe auch eben was gehört hier. Aber ich höre irgendwie immer hier was in der Ecke. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie so deine Ecke, wo du immer was hörst. Ich hoffe, hier sitzt keiner im Gebüsch und naja. Okay. Also Verstecke hier lila Zelt und hier im türkisen Zelt. Ne, damit du Bescheid weißt. Ja. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass es heute hier eine Nullnummer gibt. Ja? Ja, ich habe ein schlechtes Gefühl. Gib mir ein Zeichen. Ich gehe uns mal kurz ein Feuerzeug holen, um das Dings anzumachen. Das Feuer. Ja, ich lasse das mal hier. Das finde ich immer ganz cool. Ich leih mir mal dein Thermometer aus, ja. Du bist aber daran vorbeigegangen. Ja, ich hab's gesehen. Ich dachte, lass es doch liegen. In dem Moment, als du das ausgesprochen hast. Ja. Du kennst mich doch. So, Ja. Also ihr müsst wissen, er ist nicht nur in den Videos so. Manchmal bin ich ein bisschen verpeilter. So, was nehme ich denn noch mit? Schnell wieder ablenken. Also hier hinten, wo ich stehe, ne? Siehst du das, wo ich stehe hier hinten? Wo dahinter? Hier. Nee, ich sehe dich nicht. Da. Hier. Wo? Ach, Ah. da. Ich habe dich die ganze Zeit gesehen. So, was ist denn hier? Ist es da kühler? Ja. 8,5 Grad. Lass die Ich leg mal ein Kamera. Kruzifix hier hin. Boah, ist das laut mit dem Generator dann das Feuer noch dazu? Ja, ich kann das Feuer auch gerne wieder ausmachen. Nein, lass mal. 10,5. Also ich hatte da gerade 8,4. 8,6, ja. Was sagt das Feuer denn an sich hier? Wie ich die wieder platziert habe, die Kamera. So.
bin gerade irgendwie ein bisschen so. 4,7 am Feuer. Noch? Am Feuer. Oh, echt? Ja. 22 Grad oder doch eher der hintere Bereich. 21,3. Hier am Kinderspielplatz. Das ist ja Spielecke hier. Ja, Spielecke. Okay. Mal kurz mit dem der Videokamera gucken. Wo ist die Spielecke? Hier, wo ich jetzt stehe. Er hat das Feuer ausgemacht. Ja, hat er endlich mal was richtig gemacht. Aber du hast gerade Wölkchen. Ja. Gehabt hier vorne. Ich werde die Kamera mal hier so platzieren. Ja. Ich habe ein Buch dabei. Okay. Dann müssten wir eigentlich mal den Generator ausmachen. Dann gucken wir mal nach Orbs drin. Vielleicht stelle ich die auch noch ein bisschen weiter zurück. Mhm. So, okay. Gut. Event. Oh, ein Zwergengeist. Ja. Ein Zwergengeist. Aber guck mal bitte. Ja. Weil er das Feuer ausgemacht hat. Ja. Ist das mit der Kerze abgeschlossen? Ist so ein Event auch immer 10? Ich habe ja selten diesen Monitor an. Ja, ich dachte, das wäre nur eine Jagd. Okay, gut. Guck mal unsere Sanity bitte. Wir sind ein bisschen... Ja. Das stimmt. Das stimmt. Spricht jetzt nicht 55% Jäger. Nee. Eigentlich. Das Event gerade, was ist mit dem Phantom? Könnte. Aber wir waren auch, obwohl du hattest relativ schnell den Generator an, ne? Ja, aber das ist ja nicht überall Licht, ne? Ja, das stimmt natürlich auch schon wieder. Diese Lichter im Hintergrund, das ist nur ein Deko-Geflacker, also kein Orb. Da siehst du es links. Ah ja, oh, wie ätzend. Ja, ja. Aber einen Orb sehen wir jetzt hier erstmal nicht, ne? Nee. Sanity nehmen, würde ich sagen, ne? Ja, könnten wir mal machen. Geisterbereich reinigen. Bist du wieder parat? Ja, ich hatte kurz gehustet, deswegen hatte ich mich auf stumm geschaltet. Das hätte ich aber auch schneiden können. Das mache ich ja auch immer. Ja, nee, aber alles gut. Ich kann ja auch schnell einfach mein Mikro auf stumm machen. Ja, ich dachte schon, wartest du erstmal, dann kannst du auch den Schnitt sauber setzen, aber ist ja alles gut dann. Ja. Geisterbereich reinigen, das könnten wir machen. Das mit der Kerze hast du schon gemacht? Ja, das ist, weil er das Feuer ausgeblasen hat. Zählt das dann schon? Ja. Na sowas. Gut zu wissen. Das habe ich dir aber auch gerade eben schon mal erzählt. Aber echt? Ich glaube, da warst du noch in deinem Element hier auf dem Monitor am Gucken und sowas. Ach so, ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Ja, da musst du nichts für geben. Gut, wie geht's weiter? Dötzchen auslegen, ne? Dötzchen? Nicht? Ja, doch. Ach ja, jetzt, das wollte ich schon immer gesagt haben. Wenn ich Dötzchen sage, denkt sie, ich könnte auch im Zuge dessen was anderes mit F sagen. Aber so bin ich gar nicht. Das würde ich niemals sagen. Nein, natürlich nicht. So ist er nicht. Ja, ich würde Dots auslegen. Ich habe eine Box. Die könnte. Aber es ist blöd, wenn ich das mache, oder? Dann nimm kriegen die Leute ja nicht mit. Ich bin ja bei dir. Halte mich dann in der Nähe auf. Weil ich ja Text to... Ach, du hast das an? Ja. Weil es halt irgendwie viel einfacher ist, damit was aus der Box zu bekommen. Ja, dann lass mich das mal machen. Ja, mach. Ist auf jeden Fall noch hier. Ja. Kruzifixe hast du sau... Bist du im Journal? Nein. Das war aber gerade sehr komisch. Kruzifix hast du wie ausgelegt? Hier vorne liegt eins. Ja. Und, warte. Oh. Wo liegt denn das andere jetzt? Hast du beide ausgelegt? Hier. Ja, ne? Ja. Ah, Dots, 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 ganz Dots. Eindeutig, ja.
Bist du hier? F2 nur. Vielleicht reagiert er ja auch darauf, wenn du in der Nähe bist. Ich sehe sie leider nicht. Wie alt bist du? Was willst du? Ich habe sie leider nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ja, ich auch nicht. Ich hatte mir zwar gerade die Kamera geschnappt, aber ich hau mal kurz ab, dann kannst du mal gucken. Ich guck mal schnell auf unsere Sanity, ja? Ja. Ah, sie ist noch hier, ja. Das hat uns jetzt ungefähr... Bist du hier? Bist du da? Was willst du? Ja, sag mal, was möchtest du? Wir sind jetzt bei 46% Durchschnitt. Okay, was willst du? Was möchtest du? Bist du hier? Bist du da? Schon wieder ein Event oder Jagd? EMF5. Ja, EMF5 habe ich auch gerade auf dem Monitor gesehen. Ja, es wird schön warm hier, endlich. Bist du hier? Bist du da? Was möchtest du? Was willst du? Will es jagen? Ja, Kruzifix ist angebrannt. Ach, deswegen sind wir auf EMF, auf... Was sagt die Senne? Ah, schade, dass du nicht drauf geguckt hast. 45%. Ah, okay. Das also heißt, wir waren unter 50% jetzt schon, seitdem ich im Truck war. Deogen ist raus, der greift erst bei 40% an. Den habe ich gar nicht mehr drin. Ah, warte, Dotz. EMF. Ja, ja, habe ich noch nicht angekreuzt. So. Gespenst Onigorio Raiju. Ja, das Salz mit rein. Ja. Also, was wäre denn noch drin? Buch ist komplett raus. Einen Orb haben wir eigentlich nicht gesehen, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gucken noch mal kurz. Das ist ja noch sein Geisterbereich. Ein Raum kann man ja hier nicht von sprechen. Ich muss mir auf jeden Fall auch diesen Kreis hier in der Mitte auch heller machen, wie du das gemacht hast. Ja, das hilft wirklich sehr. Manchmal sieht man den wirklich nicht, ne? Ich hab den auf der vollen Helligkeit. Der ist komplett weiß. Lass sie doch mal komplett durchrotieren, vielleicht dahinter irgendwie oder okay. So. Ich weiß auch nicht, wie weit der Geisterbereich dann ist, weißt du? Ja, ja, alles gut. Da ist aber nix. Wenn wir jetzt keinen Orb sehen... Warte, warte. Nein, das ist nur das Geblinke. Auch hier links weiter war nur dieses Geblinke. Hör mal, Gorio ist raus, ne? Weil du hast den ja in echt gesehen. Stimmt, ich war ja in der Nähe und ein Gorio würde sich niemals zeigen, wenn ich genau daneben stehe. Der zeigt sich sogar nur durch die Kamera, ne? Richtig, richtig. Der zeigt sich nur durch die Kamera. Und wäre halt so nicht zu sehen. Vor allem nicht, wenn ich genau daneben stehe. Also Gespenst, ja. Raiju oder Oni? Ja. Haben wir einen Geist dabei gesehen? Nein, auch nicht, ne? Nee, bis jetzt noch nicht. Dann wären Fingerabdrücke raus. Mit dem Gorio. Ja. Ist jetzt die Frage. Nehmen wir jetzt nochmal Sanity oder machen wir jetzt direkt die Jagd? Eine Jagd wäre gefährlich insofern, weil das Gespenst noch drin ist und sich ein Gespenst zu uns teleportieren kann, ja. Wenn es seine Fähigkeit einsetzt. Das heißt, ich würde auch den Orb wegstreichen, dann bleibt nur noch das Gespenst oder der Oni. Ja, und das heißt... Ja? Und da würde ich sagen, dass wir Sanity nehmen. Oder du nochmal, genau, ich auch nochmal. Lassen das hochgehen. Ja, müssen wir kurz warten. Und dann gucken wir nochmal kurz, ob wir Gefriertemperaturen haben. Ja. Genau, und ich habe Salz in der Tasche. Genau. Ich gucke nach der Gefriertemperatur. Du guckst nach Salz. Ja. Ich nehme dir auch schon mal ein Dings mit. Eine UV. Und was Salz, wenn du möchtest. Dann hast du das schon mal da. Ich habe ja auch Salz dabei. Echt? Dann, eine UV. Hast du auch? Kann ich auch noch mitnehmen. Dann kann ich nämlich Folgendes machen. Räuchern. Aber wie gesagt, wenn der Gorio raus ist, dann haben wir auch keine Fingerabdrücke. Ja, aber vielleicht für ein paar Bilder, wenn wir noch machen wollen. Ja, aber dafür brauchen wir ja keine UV.
Ja, Ultraviolett ist eh raus, ne? Ja, weil wir den Goni... Den Goni! Das ist eine neue Kreuzung. Das wird der nächste Geist bei Phasmophobia. Lasst es euch gesagt sein. Ja, der Goni. Der Goni. Heute bin ich aber auch irgendwie wieder... Ist er noch hier? Ich hoffe es. Ja, sieht so aus. Ja? Ja. Ich meine, ich habe zwar schon Salz ausgelegt, aber ist ja egal. Okay, kein Gespenst. Ja. Ich habe jetzt trotzdem mal mit der UV geguckt, aber war eigentlich zu erwarten, dass wir keine Abdrücke haben. Ja, dann ist es der Oni halt, ne? Minus 1,6 Grad. Ja. Da haben wir unsere Bestätigung. Ist ja dann doch noch gut gelaufen. Geräuchert haben wir. Unter 25% Sanity. Puh. Ja. Haben wir hier ein schönes Versteck? Die Zelte hinten am Geisterraum sind Verstecke. Ja. Das lilane und auch das türkise. Also hier die, da vorne die. Weißt du, womit ich immer Probleme habe? Womit? Die mit Zelte, der Plane, ne? Ja, die Zelte zuzuziehen. Damit komme ich echt nicht klar. Guck mal, ich habe hier eben durch die Kamera gesehen. Warte, dass da diese Kisten. Ich glaube, das ist auch ein Versteck, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ach so, da. Ja, ja, ja. Ja. Dann würde ich sagen, dass wir vielleicht die Spieluhr dann benutzen. Ja, ich habe Räucherstäbchen. Ist das denn ein... Ja, hier, das ist ein Versteck, oder? Für uns beide aber auch, ne? Hier? Ich denke schon. Ja, doch, doch, doch. Oh, geht es los? Ne, ist ein Event. Türen sind noch offen. Ist aber nichts, ne? Okay. Ja, dann verstecken wir uns da. Ich weiß nicht, wie es in den Zelten aussieht. Da sind auch manchmal Verstecke in den großen Zelten. Ach so, ja, hinten durch, ne? Warte. Hier aber nicht. Ne, haben wir keins. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur das. Hier vorne, einfach hier hinter den Tischen entlang und dann da rein. Ja, ja, ja. Ich frage mich, wo wir die Jagd starten werden. Hier vorne im Vielleicht im gelben oder Zelt. Zelt. Ja, im gelben Zelt. Der ist auch ein bisschen näher dran, ne? Laufen hier rum, unterbrechen die Sicht. Ja. Okay, gut, dann machen wir das so. Die Spieluhr. Mhm. Okay, räucherst du, räucher ich? Ich räucher schon. Okay. Bereit? Ja. Okay, gut. Mhm. Es geht los. Warte. Und jetzt. Sie krabbelt. Seht ihr den Gebiss? Ist es denn schon soweit? So jung wie du bist und dann schon ein Gebiss. Ja, natürlich, manchmal ist das so. Ach so, die Nebenaufgaben sind auch geschafft. Ja. Oni steht fest. Gut, Fotos müssen wir uns heute sparen. Das war mal wieder eine Runde, wo meine Verpeiltheit ein bisschen durchkam. Gut. Aber ja. das ist auch die Wärme. Ja, ist auch so. Das macht das Gehirn ganz matschig. Ja, ist bei mir zum Glück noch nicht der Fall. Gut, ja, genau. Dann fahren wir mal nach Hause, ne? Ja, fahren wir. Das war übrigens Sarkasmus und Ironie. Muss man ja manchmal erwähnen, nicht wenn das hochnäsig rüberkommt. Ja, das stimmt. Es gibt ja Menschen, die verstehen das nicht so. Richtig. $1,150 und wir hatten recht mit dem Oni. Natürlich mit den drei Beweisen ist das dann auch recht eindeutig am Ende. Ja, das stimmt.
Ja, aber wir sind immer so ein bisschen im Albtraummodus oder halt schwieriger im Modus, so mit dem Kopf drinne, weil man immer wieder versucht, irgendwas auszuschließen, obwohl man ja auf Profi nach den drei Beweisen gehen kann, ne? Ja, irgendwie Ich schon, finde aber das das. ist halt einfach so im Gehirn drinne. Ja, wenn man einmal ein bisschen oder regelmäßiger auf Albtraum spielt oder schwieriger, dann denkt man automatisch so, ja, das war ein Geister-Event mit einem Geisterball, dann kein Oni mehr und so weiter, ne? Ja, ich denke ja auch schon so und ich spiele ja selten im Albtraummodus oder schwerer. Ja. Und trotzdem denke ich so. Und manchmal bringt dich das auch durcheinander. Ja, das stimmt. Wenn du Damit will das, ich. das, das und das am Ausschließen bist, Ja. blöd. Damit will ich meine Verpeiltheit nicht vertuschen. Aber man könnte es ein bisschen damit erklären. Gut, ihr Lieben, wir hatten Spaß, ne? Auf jeden Fall, Ihr das war cool. hoffentlich. Ihr hoffentlich auch. Wir hören Ja, uns das auch hoffe ich das. auch. Entschuldigung, dass ich dich immer wieder unterbreche. Es tut mir wirklich Ja, leid. ich weiß auch langsam nicht mehr, an welcher Stelle ich bei dir stehe. Also es nimmt überhand. Ja, du bist hier unterm Tisch bei mir. Alles klar. Gut, dann bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.